und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit historischen Rom in knappen 5 Jahren, also 55 bis 48 wurde Gallien erobert. Ganz Gallien? Nein! Nicht mal. Genau, wurde Gallien erobert, das werden wir dann auch demnächst tun. Hier im Osten geht es erst in 100 oder 150 Jahren weiter. Deswegen, also zwei Legionen werde ich da lassen, die anderen werde ich Richtung... Ja, wobei brauche ich eigentlich auch nicht. Weil, also hier habe ich 3 Legionen. Mit dem Kaiser wären es 4 Legionen. Ich werde, also... Wo sind denn meine ganzen Legionen? Also hier ist eine. Eine ist oben, 2 sind oben, 3 sind oben. 4 sind oben, das ist mein Kaiser. Die bleibt da. Genau, hier in Türkei ist noch einer. Sogar, da kommt jetzt die zweite. Die Jerusalem ist eine. Sogar, also Antiochia ist eine Full-Stack-Flotte. Die dritte Legion ist da und also im Osten sind 3 Fullstack-Armeen und eine Flotte. In Türkei sind 2 Fullstack-Armeen. Da oben ist eine Flotte, aber die schicke ich jetzt auch noch da, weil die dürfen das ruhig erobern wieder. Wenn sie es schaffen. Genau, hier von oben habe ich eigentlich nichts zu befürchten. Der stapft jetzt auch Richtung Gallien, das heißt, da habe ich dann 4 Fullstack-Armeen. In Spanien habe ich halt nichts. Ja, weil da wird jetzt auch nichts mehr passieren. Hier unten wird auch nichts mehr passieren mit... Was ist denn los? Es geht so weiter, wie letztes Mal aufgehört wurde, nämlich mit Sirenen. Gut, also Kusch wird... glaube ich auch nichts machen. Oder sie werden wieder versuchen mit... Die Tür steht euch offen. Doch wenn ihr über den Hof hinausgehen wollt, sprecht. Nicht Angriffspakt. Ihr, die sind ja echt dämlich. Also wenn eine so große Macht wie Rom einen Nicht-Angriffspakt anbietet, ohne jetzt... irgendwelche Bedingungen, dann, und man die nicht annimmt, dann ist man schon seitennehmlich. Gut, genau, Alexandria hat auch nochmal eine Full-Stack-Flotte. Ja, also, das könnte ich machen. Also Legion 2 kommt dann runter, Legion 1 kommt dann nach Alexandria. Gut. Fähigkeit, Fähigkeit, Fähigkeit. Da gibt es ja noch einen. Sehr gut. Dann schauen wir mal weiter. So, ich freue mich schon auf den Germanien-Feldzug. Also Germanien kommt ja später. Beziehungsweise... ja, auch nicht wirklich. Also Germanien war ja eigentlich bis zum Schluss nicht wirklich erobert. Wegen den ganzen Wäldern. Wir fordern nur ein geringes. Mein Herr, 10.000. Immer mehr. Mein Herr erwartet. Nicht Angriffspakt, 12.000. Mehr. 10.000. Wir fordern nur ein. Das ist zu viel. Hallo? Ich will die Beziehung nicht allzu gut werden lassen, weil dann ist dann fällt es immer schwerer, das dann zu brechen. Genau, das haben wir auch immer schon oder öfters schon gehabt. Baubericht. Gut.
Der kann innerhalb von einer Runde hier rein. Aber die Frage ist, ob ich das machen soll. Warte. Also. Ich glaube nicht. Ich glaube, das kam erst später. Also, warte. Also, das da kam eben 55 bis, bis 48 nach Christus. 51 kam schon die Landung. Also, 51 meine ich. Habe ich glaube ich gesagt. 51. Und, Germania Minor kam erst ganz, ganz viel später. Okay. Also, das da kann ich erobern, das da und das da. Dann ziehe ich mich aus Britannien wieder zurück, weil ich ja so krasse Verluste erleide und dann wieder rausgescheucht werde. Und dann werde ich hier erstmal auch das Ganze ruhen lassen. Und dann ist es halt wirklich so. Ja, dass wir extrem, extrem lange warten müssen. Also nach dem Britannien-Feldzug wurde Rom gespalten oder ist gespalten in Marcus Antonius und Gaius Octavius, also in Ost und West Rom. Ja, und dann haben sie Syrien verloren. Dann 37 haben sie sich wieder vereinigt, also Ost und West, und haben Syrien wieder zurückerobert. Und dann 12 vor Christus habe ich hier jetzt stehen, dass Germanien bis zur Nordsee eben eingenommen wurde. Und dann 8 nach Christus Armenien zurückerobert. 43 Britannienfeldzug. 87 Britannien besiegt. Genau, und dann, also, es ist halt jetzt wegen dem Let's Play überlege ich, was ich jetzt am besten mache, weil ich kann ja das ganze, die ganze Teilung nicht machen. Also quasi nach der Landung 48 ist Caesar und Pro Senat Teilung, dann 43 ist die Spaltung, 40 Verluste und so weiter. Also dann haben wir jetzt quasi eine Spalte oder eine Lücke von 48 vor Christus bis ja 12 vor Christus. Das geht eigentlich mehr oder weniger. Und dann haben wir wieder eine Lücke von 12 vor Christus bis 43 nach Christus, weil dann ist der Britannienfeldzug. Und der dauert auch 40 Jahre. Also ich darf quasi 40 Jahre für 1, 2, 3, 4 Provinzen brauchen. Maximal. Das ist halt heftig. Da könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Also so dieses, oh, bitte schreibt in die Kommentare, das mag ich nicht gerne sagen, weil das immer so, ja, ich brauche Aufmerksamkeit, mehr oder weniger, also, finde ich. Aber wie wollt ihr das am liebsten sehen? Also, es gibt jetzt eben die Version, dass ich euch trotzdem alles zeige. Quasi die 50 Jahre oder 100 Jahre, die man warten muss, beziehungsweise 30, 40 Jahre. Da
rusht man halt irgendwie durch und naja, oder soll ich die Jahre skippen und halt nur dann das aufnehmen, wenn irgendwas Spannendes passiert, irgendjemand fällt rein, zum Beispiel hier die Khmerer sind ja immer noch auf Zoff drin. Also wenn sowas passiert, würde ich das schon zeigen, aber sonst würde ich ziemlich skippen. Also je nachdem, wie ihr wollt. Das können wir dann eben zusammen entscheiden. Gut. Dann geht's aber jetzt trotzdem weiter mit der Truppenverschiebung. Also die dritte Legion verschiebe ich dann nach Jerusalem. Und die erste Legion werde ich dann nach Alexandria schicken. Die da werden da bleiben. Nee, werden sie nicht. Die gehen nach Antiochia. Und die da gehen mal nach Iconium. Und die da gehen nach Sinope. So. Die kommen auch nach Sinope rein. Gut. Rom braucht noch ein paar Jahre, oder? Ja, 11 Jahre für Kolosseum. Okay, man bekommt leider keine neuen Gladiatoren. Das wäre lustig gewesen. Ich wollte ja mal eine Armee aufbauen, nur mit Gladiatoren, ne? Das mache ich jetzt sogar. Aber die sind viel zu gut. Die sind ja echt gut. Plus Sklaven um Unruhen. Ha. Okay, dann mit den Gladiatoren werde ich. Ja, komm. Dann mache ich den da. Nee, ich mache den da. Also, nein. Entschuldigung. Das sind halt zwei Generäle, die extrem gut für die Front sind. Also extrem, extrem gut. Warte mal. Du könntest dich mal um den Pergamon-Typen da kümmern. Dann werde ich den da nach Rom schicken. Und da baut er sich eine komplette Armee auf. Es ist zwar ein feindlicher, also oder ein General der feindlichen Familie. Aber das ist schon in Ordnung. So. Vielleicht werden die ja abtrünnig und dann gibt es eine Riesenschlacht. Das wäre auch cool. Weil jetzt haben wir haben ja jetzt Zeit. Das ist alles Risiko. 1% ist halt gar nichts. So. So, bilden. Und nochmal bilden. Und ein weiteres Mal bilden. Das ist gut. Das ist sehr gut. Kannst du jetzt endlich eine Frau? Ja, kann er. Ist die Frau gut? Eingebildete Ehefrau? Nein, ist sie nicht. Ist der Mann gut? Arroganter Ehemann? Ja, dann passen sie ja zusammen. Alter. Na, leichtes Medien. Ja, okay. Gut, dann. Nee, warte. Ich wollte ja schauen. Ach komm. Ich wollte ja schauen, wie viele Völker es hier noch gibt. So, jetzt hat aber. Noch nicht.
Uiuiui. Ist auch ein Jahr und der wird nicht mehr lange da bleiben. Der wird leider den Germanienfeldzug nicht mehr erleben, der Arme. Genau, das ist mein Kaiser. Ui, also Saba geht jetzt aber ziemlich ab. Die greifen jetzt sogar Chimäre an. Uiuiuiui. Das ist nicht schlecht. So. Jetzt, was will der denn jetzt? Oh Mann. Ich muss unbedingt Pergamon endlich wegmachen. Oder hat Pergamon eigentlich noch ein Dorf? Ich glaube nicht. Hat Soldaten eine Siedlung? Ja, genau der da. Sabotiert. War schon ein Kind ist geboren. Warte mal. Ne, okay. Ich dachte jetzt, die haben so schnell ein Kind gemacht. So. Ne, Pergamon ist nur noch der da hier. Und den werde ich jetzt, vertreiben. Auf ewig. So. Wir können noch eine Forschung machen. Reichweite. Hier fehlt nur noch das da. Das ist halt so heftig, wenn die letzte Forschung nur noch 6 Runden dauert. Hier habe ich alles. Korruption ist weg. Hier habe ich alles. Baukosten und Nahrung. Ja, komm, dann machen wir das da. Das ist halt, ja. Nee, es dauert nur noch 4. Okay. Ja, Forschungsrate ist am Start. Richtig heftig. So, die beiden. Wer da? Die beiden. So, wunderbar, wunderbar. Gut, der da marschiert jetzt auch mit normal nach Jerusalem rein. Du gehst nach Alexandria. Also historisch gesehen, Jerusalem hatte ja nie eine Legion drin, also zu Anfang. Und die Legionen waren hier in Antiochia stationiert, um eben gegen Pergamon und so weiter zu bestehen. Warte mal, ich hol dich jetzt auch mal. Aber dann könnt ihr wirklich diesen blöden Pergamon-Typi jagen. Ich mache hier einen Zirkus Maximus, weil hier werde ich, ich kann hier in keinen Maximus reintun, weil ja, leider geht's nicht. Also man kann nur einmal einen Zirkus quasi in eine Stadt reinbauen. Obwohl es richtig cool wäre, in Roma eben beide Sachen zu haben. Also einmal Zirkus Maximus und einmal die Rennbahn. Das Kolosseum und eben Rennbahn ist ja das Zirkus Maximus. Gut, weiter. Weiter. So, ich glaube, der General schafft es perfekt. Also der Kaiser.
der wird es perfekt zum Start der Invasion beziehungsweise des Feldzugs von Germanien und dann Invasion zu. Ich glaube, ich werde auch meinen Kaiser Richtung Britannien dann schicken und einmal zurück, weil das ja Cäsar gemacht hat. Also der wurde ja aus Britannien rausgeworfen oder zurückgeschickt. Freiwillig, natürlich. Nicht wirklich. Aber, genau. Das, war so der Ende. Deswegen werde ich meinen Diktator da oder meinen Kaiser da hinschicken. Noch ein Kind. Jetzt geht's aber ab. Ja, sauber. Sehr schön. So, wo ist jetzt der Pergamon-Typi hin? Dahin. Achso. Jetzt sage ich, dass ich ihn bitte. Ja. Endlich. Yes! Sie ist endlich weg. Oh Mann. Das hat ja mega lang gedauert. So. Gut. Dann nochmal durchsnatchen. Warte mal. Die hat 19. 19 Mann starke Garnison plus 8 Belagerungs. Ja, viel Spaß. Tarako. Viel Spaß. Die kommen alles. Nee, alle nix. Du gehst zurück nach Sinope. Du gehst mal. Du kannst mal nach Ephesus gehen. So. Für da ist alles eingerichtet. Der wird nach. Warte, du gehst auch nach da oben. Und der Kaiser. Der Kaiser hier. Wird nach Nemesos gehen. Und du. Ja, ist mir egal. Du wirst da bleiben, um gegebenenfalls zu verteidigen. Gut, dann schauen wir uns nochmal an, was die nächste Runde bringt. Und dann war's das für diese Folge. Okay, Bactrien ist da schon. Sehr interessant. Nur aus einer starken Position heraus mache ich ein Friedensangebot. Andernfalls ist ein Friedensangebot nur Feigheit. Das werde ich jetzt erstmal auch annehmen, weil bis wir da ja. Wir brauchen halt noch 50 Jahre, bis wir da ankommen. Ah, nee. Wenn er uns angreift, ist es ja noch mal ein bisschen spannender. Es sei denn, er macht das mit Agenten. Ich glaube, es gibt wirklich nicht mehr viele, viele Fraktionen. Also Sklaven gibt es anscheinend immer. Rang erhöht. Haus erweitert. Bla bla. Gut. Also. Du gehst dann weiter nach oben.
du gehst weiter nach da. Ist anscheinend wirklich alles von Baktrien eingenommen. Und du, hier ist Baktrien, hier ist Saba. Saba. Baktrien, Baktrien. Anscheinend ist Baktrien echt riesig. Aber Saba auch. Chimera ist auch ziemlich groß. Masageten. Kusch. Ah, das Axum halt immer noch lebt von Anfang an, das ist halt echt krass. So. Markomannen. Bäuer, Geten. Bäuer gibt es halt auch noch. Geten. Geten geht bis hier. Chimera, Maskaten. Maskaten. Alter, Maskaten sind so groß. Chimera sind so. Saba ist so. Baktrien ist so. Alter. Und Britannische Konföderation ist so. Ich bin so. Ja. Daran merkt man dann, dass man dass man sehr weit fortgeschritten im Spiel ist. Naja, gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Nächste Runde fangen wir mit der Invasion hier in Britannien an. Ich gehe schon mal in Stellung. Du gehst mal auch. Warte, wo gehst du in Stellung? Ja doch, den da kannst du auch einnehmen. Das heißt, du gehst erstmal so in Stellung. Und wartest da und dann nächste Runde. Bäm. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Zu euren Diensten. Bye. Bye. Sega.